Hi und willkommen bei einem besonderen Video von Spiel mal wieder Brettspieltests. Heute mit einer Top 5 Liste, die gibt es noch relativ häufig, ungefähr jedes zweite Video ist eine Top 5 Liste, aber eine, bei dem eure ganzen Antworten eingegangen sind. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe Mitte, Ende August eine Umfrage gestartet zu, ja, ganz simpel und kurz zu Fragen rund um das Thema Brettspiele. Und im Kern ging es darum, das Für und Wider von Brettspielen, was ist positiv an dem Hobby und an den Spielen und was ist vielleicht negativ daran. Ja, und jetzt möchte ich hier so die Top-Antworten, so das Meinungsbild ein bisschen widerspiegeln. Ich habe damals im Studium mal gelernt, ab 30 Antworten kann man manche Aussagen oder manche Umfragen als ja, aussagekräftig bezeichnen. Da sind wir ein Stück drüber, von daher, ich freue mich, dass so viele mitgemacht haben. Schon mal vielen Dank dafür, falls du dir die Zeit da auch genommen hast. Und ja, mal schauen, vielleicht mache ich sowas in Zukunft immer mal wieder. Ich fand es auf jeden Fall ganz spannend. Ich hatte einfach vielleicht noch ganz kurz zur Methodik. Ich habe SurveyMonkey genutzt, um die Umfragen dort einzustellen und habe dann quasi Links dazu in meinen Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und Twitter geteilt. Und ja, anonym natürlich, von daher konnte da jeder teilnehmen, hat 2 Minuten ungefähr gedauert. Ja, und jetzt präsentiere ich die Antworten. Steigen wir einfach mal ein, würde ich sagen, oder? So, es ging los mit der Frage einfach so zur Einordnung, wie oft spielst du Brett- und Kartenspiele? Einfach mal, um da so ein Benchmark zu haben. Und da sehen wir schon, dass quasi jeder, der die Umfrage mitgemacht hat, spielt. Wenigstens zu besonderen Anlässen. Das sind da so um die 15%. Gut 20% spielen einmal im Monat, etwa genauso viele einmal die Woche. Und die allermeisten, das sind 40%, spielen mehrmals pro Woche. Zu der Zielgruppe würde ich mich dann auch zählen. Also der grüne Balken, da sehen wir recht eindeutig. Das heißt, wir kriegen hier ein Meinungsbild von Personen, die ziemlich regelmäßig spielen, die sich dadurch vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema auskennen. Und dann springen wir mal direkt zur nächsten Frage, die mich sehr interessiert hat. Was spricht denn überhaupt gegen das Spielen von Brett- und Kartenspielen? Ich bin ja ein großer Fan, logischerweise. Und immer wieder spiele ich natürlich mit Leuten, die ja sonst gar nicht so spielen. Und ich muss sagen, ich wage zu behaupten, den meisten kann ich da einen ganz neuen Horizont öffnen und die finden dann ihren Spaß dran und nicht wenige sind danach auch, ich sag mal, Teil des Hobbys geworden. Ja, und dann wollte ich dann mal wissen, was sind überhaupt so die Kontraargumente? Wir sehen mit absolut krasser Mehrheit von über 60%, dass Hauptargument gegen das Spielen von Brett- und Kartenspielen oder warum man die nicht mag, sind die Spielregeln. Das Lesen und das Lernen von den Spielregeln wird als anstrengend empfunden, dauert Zeit. Und das mögen die Leute nicht. Wie wunderbar, dass es YouTube-Kanäle gibt, die einem dann einen Teil abnehmen und dann die Spielregeln kurz und knapp erklären, zusammenfassen oder auch einfach nur einen Überblick geben über verschiedene Spiele, sodass man dann weiß, na, in welches Spiel lohnt es sich vielleicht ein paar Minuten mehr zu investieren, um sich da die Regeln anzugucken. Dann haben wir in etwa gleich auf die beiden blauen Balken. Spiele sind teuer und ja, das Auf- und Abbauen ist aufwendig. Hellblau bin ich übrigens dabei, manchmal stört mich auch das Auf- und Abbauen. Teuer, ja, das ist, finde ich, sehr, sehr Ansichtssache. Wenn wir mal gucken und das, sagen wir mal, ja, ihr müsst ja nicht unbedingt zu viert spielen, sagen wir mal zu dritt im Durchschnitt, wenn man da zu dritt spielt, wenn man zu dritt ins Kino geht, dann zahlt man in der Regel deutlich mehr und dann ist es halt nach 2 Stunden oder so vorbei und gut, vielleicht kann man noch von einem Erlebnis zehren und wem anders erzählen, aber so ein Brettspiel hast du halt dauerhaft. Ne? Und wenn du dich gut vorher informiert hast, was vielleicht gefallen könnte, dann spielst du das ja in der Regel auch nicht nur ein- oder zweimal, sondern vielleicht auch häufiger. Und wenn es dann doch nichts sein sollte, verkaufst du es wieder oder schenkst es vielleicht einem Freund oder so. Das heißt, da hat man noch ein bisschen mehr davon und ich bin daher ein Verfechter der Meinung, dass unser Hobby, zumindest hier in Deutschland, wir relativ günstig an Spiele kommen, auch an sehr gute Spiele und qualitativ hochwertige Spiele kommen und wir da relativ froh sein können. Aber natürlich, auch ich fände es natürlich super, wenn sie irgendwie noch preiswerter werden, dann könnte ich noch mehr Sachen ausprobieren und noch mehr tolle Spiele finden. Ja, was haben wir sonst? Ist nur was für Kinder? Ja, das hat man früher häufiger gehört, wird jetzt zum Glück weniger. Jetzt, da hatten wir jetzt auch noch, muss ich mal schauen,
3% haben das geantwortet. Also bei manchen ist das vielleicht doch noch im Kopf drin. Spiele sind nur was für Kinder. Wir sehen auch ein paar Sonstiges. Da sind wir irgendwie so bei rund 18%. Die sonstigen Antworten sind hier vor allem, das hatte ich bewusst nicht angegeben, gibt kein Kontra. Also es gibt keinen Grund, was man nicht daran mögen kann. So. Dann wurde einmal speziell hier auf die Corona-Zeit eingegangen, dass es jetzt natürlich schwierig ist, so gesellschaftlich miteinander und auch allgemein Leute zusammenzubekommen, um Spiele zu spielen, sei als schwierig und dann als nicht so schön eingeordnet worden, sich immer darum kümmern zu müssen. So, verlassen wir mal die Negativität und springen direkt zu den Top 5, oder was heißt, nee, Top 5 sind wir gar nicht, also zu den Gründen für Brett- und Kartspiele sprechen. Es sind am Ende mehr als 5 geworden. Ich hoffe, du verzeihst mir da. Hier sehen, also hier sind natürlich Mehrfachnennungen möglich. Wir sind bei, ja, ich glaube 88. Ich schaue mal kurz meine Daten hier. Ja, 87,5% lieben das gemeinsame Ergebnis. Das ist ein Part, den sie am meisten mögen an dem gemeinsamen Spielen. Einfach zusammen zu sein, ja, soziale Interaktion zu haben. Vielleicht auch im Vergleich zu den Videospielen, die man entweder nur alleine spielt oder halt ne, relativ anonym übers Internet mit irgendwem anders zusammen. Macht einfach Spaß, ja, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Wenn das Ganze keinen Spaß machen würde, dann könnte ich auch Mathe-Hausaufgaben machen. Dann kann man auch zusammen machen vielleicht. Ja, aber Spaß ist wichtig. Wir sind dabei 78%, denen es einfach Spaß macht und deswegen natürlich ein extrem wichtiger Punkt ist, warum man Spiele spielt. Große Vielfalt und Abwechslung, ja, zumindest von denen, die schon wissen, wie breit das Hobby ist, wie viele Spiele jedes Jahr neu rauskommen und was alles mit Erweiterung und Co. möglich ist. Hier haben wir über 40%, die diesen Part sehr gerne mögen. Und dann Hilfen, den Alltag zu entfliehen, haben wir noch. Also unkompliziert, klar gibt es natürlich solche und solche Spiele. Spannender Kontrast zu eben, ist nicht teuer das Hobby, jetzt haben wir hier 10, wie gesagt, ich bin auch eher der Meinung, dass grundsätzlich das Hobby nicht so teuer ist wie viele, viele andere. Und bei Sonstiges haben wir auch wieder ein paar spannende Antworten bekommen, die sind, dass es lehrreich ist und zwar nicht nur für Kinder, sondern auch ja so den Verstand schärft von uns Erwachsenen und ne, vielleicht hoffentlich auch bis ins hohe Alter uns mental fit hält. Wichtiger Punkt, hatten wir auch mehrere Antworten in die Richtung. Und ja, diese Interaktion und dieser, ich sag mal, spielerische Wettbewerb, ne? Natürlich dieses Gegeneinander, was man ne, im Sport natürlich auch hat, aber ansonsten im Alltag nicht so häufig, so spielerisch einfach mal einen Wettbewerb zu haben. Da hatten tatsächlich wir auch mehrere Meldungen noch, woran ich vorher nicht gedacht hatte. Also, ich finde total spannende Ergebnisse. Ein paar hatte ich mir so gedacht, ein paar haben mich durchaus auch überrascht. Ich habe dann noch abschließend gefragt, da habe ich jetzt nur keine schöne Grafik zu, welche Art von Spiele denn so die beliebtesten oder die unbeliebtesten sind. Und wenn ich dann jetzt hier doch nochmal jetzt meine Top 5 bemühen will, dann ist mit Abstand das beliebteste Genre sind die Kennerspiele. Das hätte ich echt nicht gedacht, weil mein Fokus, wie du vielleicht weißt, sind ja mehr so, also es geht bis zu den Kennerspielen, aber das ist so der obere Rand, das heißt im Kernbereich sind wir eher so bei den Familien, Filler, vielleicht auch Partyspielen, so im Kern mit nach unten hin bis zu den Kinderspielen von der Komplexität und nach oben hin bis zu den Kennerspielen. Tatsächlich haben über 50%, 51% gesagt, dass sie die Kennerspiele lieben. Das ist so das Höchste, ich sag mal von Schulnoten her, dann eine 1, dann haben wir, dass sie Sachen mögen, eine 2, 3, 4 bis 5 runter bin ich da gegangen. Und ja, Kennerspiele hatten auf jeden Fall die meisten Einsen. Danach kamen Krimi- und Escape-Spiele. Die waren auch lange Zeit vorne in der ersten Phase der Umfrage. Da gab es die meisten sehr positiven Feedbacks zu, dass das Lieblingsgenre ist. Und dann auf Platz 3 die kooperativen Spiele, wo ich mich auch einordnen würde. Ist mein Favorit, mein liebstes Genre, haben immerhin 43% der Befragten gesagt, dass das auch ein Genre ist, was sie lieben. Und übrigens, wenn ich da mal weiter gucke, weitere 31% haben gesagt, dass sie es mögen, 15% würden es noch mitspielen und nur knapp 10% spielen nicht gerne kooperativ.
So, dann Platz 4 und 5, da sind wir so beim Bereich der Würfel- und Kartenspiele. Da haben wir das ist einen interessanten Fakt, dass es wenig Leute lieben, sage ich jetzt mal, aber viele mögen es. Ne? Spielt man so mit, das sind vielleicht so die klassischen Filler. Man hat eigentlich so einen Schwerpunkt, so ein großes, cooles Spiel spielen und immer die Neuheiten entdecken. Aber es gibt halt dann auch diese Klassiker von 6 nimmt über Backgammon, nochmal, Doppelkopf, was auch immer. Die man einfach mag und gern immer mal wieder spielt. Und das kann man so an den Daten hier herauslesen, dass das auch beliebte Genres sind. Wenn wir ans andere Ende gucken, was ist so am unbeliebtesten, da sind die Quizspiele. Die sind so sehr im Mittelfeld und was tatsächlich viele Menschen anscheinend nicht mögen, da würde ich mich wohl auch einordnen, also passt eigentlich ganz gut der Durchschnitt zu mir, sind Geschicklichkeit und Reaktionsspiele. Ich bin eigentlich einfach nicht gut da drin, von daher habe ich irgendwie etwas weniger Freude daran. Ich spiele es durchaus natürlich mit, aber es ist selten so, dass ich mir jetzt ein Geschicklichkeits- oder ein Geschwindigkeitsspiel hole, weil ich es jetzt unbedingt für mich hole, sondern eher, weil ich weiß, in meinen Spielgruppen, in meiner Familie gibt es Leute, die das spannend und interessant finden. Es sind insgesamt so 26%, die keine Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele spielen mögen. Ja, das also so ein kleiner Überblick über meine Zuschauerschaft. Wäre schwierig zu sagen, es haben natürlich jetzt nicht 1000 Leute teilgenommen. Wäre natürlich schön, wenn das irgendwann passiert. Also ich kann mir vorstellen, dazu dann auch gerne Feedback in den Kommentaren. Fandst du das spannend? Möchtest du sowas dann, ich weiß nicht, einmal im Quartal oder im halben Jahr mit natürlich anderen Fragen dann wahrscheinlich immer mal wieder haben? Oder ist es nicht so spannend? Gerne kurzes Feedback, würde mich freuen. Und ja, dann gibt's nächste Woche eine Rezension zum Spiel. Welches Spiel verrate ich jetzt noch nicht. Und in 2 Wochen dann eine eher klassische Top-5-Liste wieder. Ich würde mich freuen, wenn du dranbleibst. Bis bald. Ciao.